Ein Sonntagsschuss am Mittwochabend. Das 2:0 von Altona-Stürmer Ole Wohlers, ein Treffer der Kategorie Tor des Monats. Das war wirklich ein Sonntagsschuss und einfach auch den, freut mich einfach, dass auch so ein Mut dann mal belohnt wird, wie er den nimmt und wie er dann da einschlägt. Und ja, das war dann schon während des Spiels ein kleiner I-Punkt. Und zeitgleich auch die Vorentscheidung. Der Regionalligist legte sogar noch 2 Tore nach und steht nach einem 4:0 beim SC Hansa 11 verdient im Endspiel vom Landespokal. Finale zu spielen, Pokal, ist einfach toll. Und heute, glaube ich, haben wir uns auch das verdient erarbeitet. Klar haben wir am Anfang vielleicht noch die eine oder andere Chance schon liegen lassen, haben aber dann doch mit so einer Intensität gespielt, dass irgendwann auch der Gegner müder wurde. Und dann haben wir, glaube ich, auch verdient das Spiel hier gewonnen. Und jetzt freuen wir uns einfach. Des einen Freud, des anderen Leid. Für den Landesligisten endet das Pokalmärchen im Halbfinale. Das Team von Trainer Erkan Sancak, eine der positiven Pokalgeschichten dieser Saison. Und auch gegen den 2 Klassen höher spielenden Favoriten von der Kriegsstraße hielt Hansa 11 lange gut mit. Unheimlich stolz, wirklich unheimlich stolz. Ich wurde auch gerade gefragt, ob ich der ersten Chance in der ersten Minute nachtraue. Ja, tue ich. Im Endeffekt, das war das, was wir von vornherein gesagt haben. Wir wollen hier mitspielen, wir wollen hochstehen. Und das haben wir gemacht und wir haben mit Selbstbewusstsein gespielt. Und wir konnten, ich glaube, auch phasenweise Altona ein bisschen ärgern. Altona-Trainer Andreas Bergmann hat einen Steinwurf entfernt schon ganz andere Pokalgeschichten geschrieben. Vor 16 Jahren führte der heute 64-Jährige den damaligen Regionalligisten FC St. Pauli in der berühmten B-Serie bis ins Halbfinale vom DFB-Pokal. Das Ziel mit Altona daher klar, die Qualifikation für die erste DFB-Pokal-Hauptrunde. Ich habe ja nun wirklich über Pokal auch viel erlebt und besondere Situationen gehabt und das nimmt ja auch keiner und dementsprechend freuen wir uns und ich glaube schon, dass wir uns das jetzt wirklich verdient haben und auch für die Saison, die uns ja auch sehr unruhig für uns verlaufen ist, wir jetzt das Finale noch so vor uns haben. Dort wartet definitiv ein Staffelrivale aus der Regionalliga. Ob Norderstedt oder Teutonia, entscheidet sich kommende Woche.